Swiss Crypto Jay, dein YouTube-Channel rund um das Thema Krypto und Vermögen. Wunderschönen guten Morgen, liebe Crypto Family. Ich hoffe, ihr habt alle gut geschlafen, habt eure Trades gestern noch ein bisschen gesaved. Heute ein komplett neuer Tag, neue Chancen, wieder Geld zu verdienen. Ja, wir reden heute ganz kurz über das Trading, dann Bitcoin-Bullenmarkt vorbei. Cardano killt Ethereum, Joe Biden will Gary Gensler als neue Spitze an der SEC, gut oder schlecht. Und die Altcoins-Saison hat wohl begonnen, Fragezeichen. Und danach haben wir uns wie bekannt in die Chartanalyse mit Aussicht in die neuen Einstiegspunkte zum Trade. Alles macht mit. Bis gleich. Ja, willkommen zurück zum Video. Also bevor wir jetzt hier in den Content starten, möchte ich gerne nochmal was sensibilisieren. Leute, ihr habt mir ein bisschen zu viel Angst, immer wieder irgendeinen großen Pitch zu verpassen. Hey, was wollt ihr? Wollt ihr täglich Geld verdienen oder wollt ihr irgendwo in der Ecke lauern und dann warten, bis der große Pitch kommt und ihr dann aufsteigt? Wenn ihr da nicht irgendwie einen Hebel 50 oder 100 habt, mit kleinem Invest ist es sowieso sinnlos. Ja? Macht es doch lieber konservativ, dafür cool und geil, denn im späteren Video beim Bitcoin Talk 3, wenn ich richtig bin, werde ich euch noch ein bisschen sensibilisieren, wie viele Bitcoins ihr wirklich benötigen werden, um überhaupt Millionär zu werden. Und ist es überhaupt das Thema, dass Bitcoin noch zu einer Million kommen kann in den nächsten 3 bis 5 Jahren? Das werden wir sicher beim Bitcoin-Talk dann diskutieren. Für mich ist aber wichtig, nehmt kleine Profite, aber nehmt es täglich mit. Ja? Wenn ihr mal mit einem falschen Entscheid in einen Trade reingeht, und das passiert auch mir, dann müsst ihr das halt durchseuchen, ja, bis es wieder vorbei ist, bis ihr wieder in der grünen Zone seid. Ja. Und dann schließt ihr ab. Umso wichtig ist es auch immer, geht nicht all-in, geht immer nur mit einem Drittel rein. Dann im Worst-Case-Szenario verliert ihr nur ein Drittel und den Drittel holt ihr relativ schnell wieder auf. Aber ihr müsst es halt eben tun. Ja. Ihr müsst halt traden. Traden heißt nicht, ich setze jetzt mal was rein, ja, und dann vielleicht morgen habe ich 1 Million Gewinn. Das gibt es leider nicht. Nochmals, von 10 Tradern ist einer erfolgreich. Den Rest macht Verlust. Und genau das will ich ja euch mitbringen. Dass ihr das eben nicht macht. Ja? Tradet vernünftig. Klickt unten auf einen Affiliate-Link von mir bei Bybit. Registriert euch. Setzt 50 oder 500 Euro rein. Tradet nach meinen Signalen und erhöht euer Portfolio. Ich weiß, ich habe mit einzelnen von euch schon geschrieben in Telegram. Ihr habt mittlerweile, also die auf meine Signale gehört haben, ihr Vermögen vervierfacht. Und ich meine, hallo, vervierfacht. Seid ihr mit 1000 rein, habt ihr 4000. Seid ihr mit 10.000 rein, habt ihr 40.000. Und das, weil wir konservativ getradet haben. Ja? Und nicht irgendwie sinnlos, blöd, irgendeinen Bullshit gemacht. Ich sehe das, was geschrieben wird in anderen Channels drin. Das ist ja Horror. Das ist wirklich Horror. Und darauf hören Leute und dann macht sie irgendeinen Bullshit, gehen zu spät rein, gehen zu früh rein, haben zu hohe Leverage rein. Ja, und das ist einfach nicht Sinn und Zweck von der ganzen Geschichte. Also da müsst ihr euch wirklich auch an der einen Nase nehmen und sagen, hey, eigentlich hat Jay recht, ich mache doch jetzt einfach was Konservatives und gehe clever in die nächsten Trades rein. Es ist noch nichts verloren. Hört auf meine Worte, macht es sinnvoll. Denn es macht viel mehr Spaß, euer Geld zu vermehren, als es einfach sinnlos zu verlieren. So, gut, also Bitcoin-Bullenmarkt ist vorbei. Glasnow-Note hat dazu Antworten geliefert, hier in diesem Bericht. Ich möchte da gar nicht ganz groß oder ganz lang reingehen, es ist eher so wichtig. Ihr müsst es vielleicht ein bisschen so verstehen. Der Bullenmarkt ist
vielleicht das noch vorab zu sagen, das finde ich noch spannend. Ja, viele wissen ja, also letztens wurde ich gefragt, ja, wieso Bär und Bulle? Und wieso ist der Bär bärisch nach unten und der Bulle nach oben? Ich habe mich da mal ein bisschen vor ein, zwei Jahren mal auseinandergesetzt. Was ich noch im Kopf habe, ist, dass, wie soll ich sagen, ein Bulle stößt mit den Hörnern von unten nach oben. Ja, das zeigt eigentlich also den Trend nach oben an. Der Bär hat mit den Tatzen von oben nach unten und tut so den Kurs nach unten zeigen. Ja, deshalb ist es eher bullisch, ja, vielleicht für euch. Ja, genau. Und jetzt sagt Glasnow, dass Bitcoin bereits in einer späteren Phase ist. Ja, wie viele Phasen gibt es denn überhaupt? In der Regel gibt es, wenn man drei Phasen in einem Bullen macht, das ist mal der Einstieg, ja, dann in der zweiten Phase, wo dann eigentlich die Preise mit jedem Kauf weiter steigen, das Unternehmen aber bereits keine großen Gewinne mehr macht, ja, und das ist jetzt halt hier extrem schwierig, weil ich habe das euch ja schon mal erklärt, der Bitcoin wird von meiner Sicht, also nicht nur von mir, sondern auch von vielen anderen, als eine Art Nationalbank angeschaut. Ja? Und solange die halt eben Geld verdienen, respektive solange Bitcoin an Wert gewinnt, sind wir auch in der zweiten Phase, noch lange nicht in der dritten Phase, wo es dann eher wieder darum geht, dass das Unternehmen keine Gewinne mehr macht und wo die Anleger dann anfangen, ihr Bitcoins abzuziehen. Aber ihr müsst euch das vorstellen, im 2024 kommt das nächste Halving, dann wird es nochmal länger dauern, um zu minen. Das heißt, die Stromkosten fürs Mining werden nochmal teurer und der Wert gewinnt automatisch nochmal. A, durch die Nachfrage, B, durch den Stromverbrauch und durch die Miner halt und den Aufwand. Da steckt ja mehr als nur Strom dahinter, man braucht ja auch die Infrastruktur, um zu meinen, die kostet ja auch Geld. Ja. So, also da muss man ein bisschen daran denken, also wir sind nicht am Ende des Bullenmarkts, egal wer was sagt, das zeigen auch die Trendlinien dann in der Chartanalyse. Wichtig einfach zu wissen, das Einzige, was uns halt entgegen, oder nicht entgegenkommen kann, sondern uns auch abbremsen kann, sind halt die Regulierungen. Und die Regulierung, und das ist für mich eigentlich gleich der nächste Punkt auch, Amerika ist eigentlich schon ein bisschen der nächste Part mit den Regulierungen. Das hat sich eigentlich bei Trump schon damals angekündigt. Heute aber eher was Besseres. Gary Gensler, wer den nicht kennt oder die Politik in Amerika wenig verfolgt, der war damals schon bei Obama dabei und hat da einiges in der Börsenaufsicht. Und ich finde das eher positiv als negativ. Ja, was soll ich sagen? Also, Regulierungen müssen nicht immer schlecht sein, das kann auch was Positives und was Gutes sein. Deshalb bin ich eigentlich eher optimistisch eingestellt, was Gary Gensler anbetrifft, denn er ist kryptofreundlich eingestellt. Und wenn man ehrlich sind, es gibt so brutal viele Shitcoins, ja, und ich rede jetzt hier nicht von unseren Top 5 oder Top 10, sondern ich rede da von den letzten 30%, was da täglich Neues kommt. Da haben Menschen so viel Geld verloren, das ist abartig. Ja. Und ihr müsst auch aufpassen, es gibt da diese berüchtigten Pump-Telegram-Gruppen, wo die dir sagen, ja, überweist da Bitcoin auf diesen Exchange und beim Startpunkt, wenn wir sagen, jetzt kannst du in ein Coin investieren, pumpt der Coin dann um 1500%. Da habe ich schon Berichte gesehen, dass da viele, viele, viele Menschen sehr viel Geld verloren haben. Seid da wirklich vorsichtig, denn A ist es Betrug, B ist es Scam. Es gibt ja auch diese Bots, ja, die viele nutzen. Wenn das auskommt, ja, ich meine, weiß nicht, wie die Strafen in Deutschland oder Österreich sind, aber zumindest in der Schweiz, sobald du im Finanzbereich betrügst, dann wird es teuer. Ja, und das wird dann auch schnell mit Freiheitsstrafe diskutiert. Deshalb bin ich mir nicht sicher, ob das mit den Bots wirklich, wirklich illegal ist. Da müsste ich mich selbst nochmal einlesen. Aber
eigentlich können die Leute selbst denken. Das geht nach gewissen anderen Rhythmen und ja, man sollte davon die Finger lassen. So, genau, ja, also dies zu diesem Thema. Ich bin sehr gespannt, wie Gary Gensler, ob er überhaupt an die Spitze von SEC kommt. Wird er da vielleicht erst nach dem Gerichtsurteil von XRP antreten, wird er vorher schon irgendwas machen? Das ist halt spannend, ja. Aber nichtsdestotrotz ein Mann mit Zukunftsperspektiven. Er hat ja früher bei Obama die Futures kontrolliert oder respektive überwacht. Das hat das sehr hervorragend gemacht. Bin jetzt wirklich gespannt. Also da hätte uns auch komplett was Schlechteres entgegenkommen können, von dem her gesehen. Ja, gut, dann, bevor wir dann weitergehen, möchte ich nochmal schnell schauen, was denn die Nacht uns mitgebracht hat. Also wir liegen zurzeit bei 85 Millionen Liquidationen in den letzten 24 Stunden. Im Vergleich zum Vortag ist es eigentlich nicht mehr viel, aber es sind immer noch 85 Millionen. Ja. Das darf man nicht vergessen. Da gibt es nicht mehr Großartiges zu sagen, vielleicht auch die Long Shorts, also man sieht immer noch Bitcoin. Also das sind immer noch 94% sind auf Long. Das heißt, 94% glauben weiterhin an den Anstieg von Bitcoin. Das ist auch richtig so. Ja, also es ist wirklich sensationell. So, gut, dann Cardano killt Ethereum. Das ist ebenfalls ein spannender Bericht. Man muss sich mal vorstellen, wäre damals Ethereum nach Cardano gedroppt, wäre Cardano vorher gekommen mit dieser, mit den Lösungen, wo halt eben Ethereum die Probleme gehabt hat, weiß ich nicht, ob die genauso weit wären wie heute. Ja, weil viele haben gesagt, ja, wäre Cardano jetzt da, wo Ethereum ist, dann hätte Cardano jetzt 1700 Franken Marktwert. Ja, hätte er, sehr wahrscheinlich hätte er das. Ja. Aber man darf auch nicht vergessen, dass sehr viele in Ethereum investiert sind und ein Ethereum-Transfer kostet massiv viele Gasgebühren. Also man ist teilweise schon bei $20 und das ist einfach abartig viel. Und Cardano ist natürlich wesentlich günstiger unterwegs. Und deshalb muss ich halt sagen, ich habe ja letztens den Tweet gelesen vom Ethereum-CEO, wo er gesagt hat, die brauchen bis zu 10 Jahre noch, bis sie von 1.0 auf 2.0 migriert sind. Und hey Leute, ich muss es einfach nochmal sagen, in einer technologischen Welt, in einer technologischen Epoche, wo wir gerade sind, ist Tempo so wichtig wie Quantität und Qualität. Und wenn die das nicht besser hinbekommen, sehe ich es sehr, sehr schwarz für die Finger. Muss ich ehrlich sagen. Das sehe ich sehr, sehr schwarz. Dann glaube ich eher, dass Cardano da das Rennen macht und wahrscheinlich Polkadot irgendwann die Nummer 2 wird im Markt. Ja. Also da hat Cardano langfristig massive Pokerkarten in der Hand. Und würde mich natürlich persönlich sehr freuen, weil ich bin da groß investiert in Cardano. Wenn Cardano natürlich da ein bisschen droppt, muss man aber auch sagen, dass wenn jetzt Ende Monat die Dezentralisierung abgeschlossen ist, erwarte ich da schon einen Anstieg von 200-300%. Das heißt, ich sehe da einen Kurs zwischen $2.50 und $3.50, sowas in die Richtung. Das wäre schon sehr spannend. Also für euch noch, wenn ihr investieren wollt, Cardano sicher die richtige Hand. Wenn ihr mich fragt, solltet ihr in Ethereum investieren, da möchte ich mich lieber nicht äußern. Genau. Ja, also sozusagen mit den Technologien, was ich gesagt habe, mit Proof of Work und Proof of Stake. Also Cardano ist und bleibt für mich Zukunftsmusik, wenn man nur schon die Projekte von Cardano anschaut. Also das kann ich jedem von euch auch mal empfehlen, mal ein bisschen Cardano vorzulesen, bevor unser Special dann kommt. Das wird dann, wie gesagt, nach dem 9.4., wenn ich mit Patrick das Cardano Special abgedreht habe, natürlich dann für euch online auf YouTube ersichtlich sein. Ja, gut, dann gehen wir mal rüber zu den Altcoins. So,
Altcoin Season Index, ich muss das mal anschauen. Ja. Also der kocht gerade. Also wenn man hier die Statistik anschaut, dann sieht man hier, dass der Bitcoin gegenüber von dem Altcoin gerade extrem abgedroppt hat. Und das könnte zum Beispiel spannend sein, wenn wir hier nach unten gehen. Da sieht man ein bisschen die Performance über die letzten 90 Tage. Und da sieht man, dass der Bitcoin bei einem 135er Index ist. Muss ich mal sagen, 135er Index, das ist echt massiv. Da hat man natürlich weit vorne Dodge ist ein bisschen mit dabei, das kennen viele noch dank Elon Musk, weil bevor er das gepostet hat, hat wahrscheinlich kein Mensch irgendwas von Dodge erfahren. Dann ist Polkadot, Cardano sind natürlich sehr spannend unterwegs. BNB von Binance, den eigenen Token, wird natürlich extrem gehypt in dieser Phase jetzt. Er flacht aber auch genauso schnell wieder ab, wie er hochging. Sobald dann das ganze Krypto-Geschehen wieder ein bisschen abflacht. Uniswap, ja, also da habt ihr einige Coins, die interessant sind für euch, wenn ihr mal sagt, ja, wie sieht es denn aus? Ja, also wie sieht es denn für mich aus, um irgendwie auf ein Pferd zu setzen. Jetzt ist es natürlich zu spät, also ich muss jetzt nicht irgendwie kommen und auf Luna setzen. Das wäre jetzt absolut zu spät. Aber es ist eine interessante Seite. Ihr könnt das mal selbst eingeben. Das ist blockchaincenter.net. Da könnt ihr euch auch immer ein bisschen erkundigen, wie das halt in den letzten 3 Monaten ausgesehen hat. Ja. Und dann wird halt ein bisschen die Loser dargestellt auf der rechten Seite. Das heißt, man sieht, wie XRP, Litecoin etc. ein bisschen gegenüber von Bitcoin sich entwickelt hat und halt eben, weil Bitcoin der Maßstab halt ist oder der Index, ja, sieht man wirklich, wie der Rest natürlich sich performt. Lustigerweise ist sie viel besser dran als Bitcoin. Das habe ich auch erst heute gesehen. Ich hätte es eher schlechter dargestellt und ihr dürft mich nicht falsch verstehen. Ich bin kein Hater auf Ethereum. Ich habe sehr, sehr lange Ethereum gehalten. Ich finde auch heute Ethereum immer noch theoretisch ein gutes Produkt. Ja, sie haben einfach zu viele Probleme. Ja, und diese müssen sie halt mal lösen, damit ich das wieder abfangen kann. Solange das nicht getan ist, feiere ich sie. Ja, also Dodge über 1100% gestiegen. Hey, abartig. VeChain übrigens ein sehr interessanter Coin. Das müssen wir dir auch mal ein bisschen anschauen. Das ist ganz, ganz spannend. Ja, da kennt man Uniswap, Dot, also Polkadot, Cardano, also ihr seht, da ist schon sehr viel Musik drin, ja, und man sagt halt eben, das ist die Altcoin Season, die ist seit 3 Monaten in Gang, und die Frage ist halt, wann ist das Ende? Wann kommt es, ja, und man sieht jetzt natürlich die 135 bei Bitcoin, aber wenn der Bitcoin natürlich sich jetzt auf die Richtung der Hunderttausende bewegt, ohne Korrektur. Dann sieht das ganze Bild natürlich wieder komplett anders aus, aber nichtsdestotrotz, solange der Bitcoin steigt, steigen auch die Altcoins mit. Was ihr halt nicht vergessen dürft, ist, wenn Bitcoin fällt, fallen die anderen alle mit. Man muss auch hier gut überlegen, wann ist der richtige Zeitpunkt zu investieren. Ist vielleicht jetzt auch ein Zeitpunkt zu investieren in die schlecht performt haben. Warum haben die schlecht performt? XRP wissen wir wegen den ganzen Gesetzen mit der SEC, mit dem hilf mir schnell, Wertpapieren, so jetzt ist es raus. Dann Litecoin, was ja immer noch, und das wissen auch viele, Litecoin wird ja als das Silber dargestellt und Bitcoin als das Gold. Unterschätzt Litecoin. Schätzt Litecoin, das war für mich jahrelang die Cash-Cow überhaupt, da habe ich sehr viel Geld gemacht. Das war für mich sogar ein bisschen einfacher, damals Litecoin als Daily Trade zu nutzen, als zum Beispiel auf Silber, bei ETFs. So, TRX ist auch ein spannendes Produkt, da hatte ich lange, ich glaube, ich mal 10.000 TRX. Monero habe ich noch ein bisschen, ja. Gut, also schaut es euch mal ein bisschen an. Hier habt ihr wirklich mal eine kleine Übersicht über gewisse Coins, wie sie performt haben und geht dann halt in die einzelnen Projekte rein. Lest die White Papers, schaut Videos darüber, wenn ihr nicht lesen wollt, aber informiert euch über die Produkte.
die sie halt anbieten. Ja. Das haben viele auch auf jeden Fall. Genau. So, dann. Ja, was ist denn passiert? Wir haben es leider nicht geschafft, ja Leute. Also der R1 bleibt R1 und der S1 bleibt zurzeit die S1. Ja, also die Supportlinie. Ich hätte es mir wirklich gewünscht, dass wir diese Kerze hier, dass wir das wirklich geschafft hätten, darüber zu schließen, ja, über den Widerstand, weil dann wäre der Widerstand zur neuen Supportlinie geworden und das hätte dann für uns ein spannendes Update werden können. Also das auf jeden Fall. Nun muss ich aber auch sagen, es gibt da natürlich, und das ist eigentlich positiv wieder für den Bitcoin, es gab ja eine Verschiebung von 804 Millionen Dollar, also nicht eine Milliarde, aber extrem viel Geld von Coinbase. Und der Preis blieb relativ stark. Also wir haben es weiterhin supportet. Jetzt für mich, was für mich eigentlich jetzt entscheidend ist. Wir gehen jetzt in eine Seitwärtskonsolidierung rein. Und wenn wir diese Seitwärtskonsolidierung, wenn das wieder zuspitzt, in einem Ascending Triangle zum Beispiel, das werden wir in den nächsten zwei, ja, ich würde wieder sagen, bis zum Mittag werden wir sehen, wo wir stehen. Ab diesem Zeitpunkt kann ich euch relativ genau sagen, wohin die Reise geht. Das müssen wir unter Umständen Conditionals vorbereiten, dass wir sagen, hey, wir müssen einen Conditional Trade starten. Und jetzt muss ich gleich schnell schauen, ob ich das im Testnet... da bin ich bereits mit einem Trade drin. Ja, ich werde noch schauen, dass ich nachher dann euch ein kurzes Video-Update machen kann über den Conditional Trade, genau, sorry, war kurz abgelenkt, über den Conditional Trade, das heißt, wir werden dann wieder sehen, wenn wir uns dann zuspitzen, ja, also wenn wir uns dann in diese Richtung wieder zurückbewegen, das ist eigentlich relativ guter Punkt sogar, man sagen kann, muss es mit den Farben vielleicht dann nochmal anpassen, das passt mir irgendwie nicht. Das ist für mich, ehrlich gesagt, immer noch ein schlechter Farbskala, vor allem wegen der Fibonacci. Fibonacci ist halt für mich wichtig. So, vielleicht wichtig zum erklären, wie ich meine Triangels auch immer wieder modifiziere, respektive vorbereite. Also da gibt es mal A, entweder gehe ich auf den Dolch oder auf die geschlossene Kerze. Das ist immer ein bisschen abhängig, ob ich jetzt im 1-Stunden-Chart oder im 4-Stunden-Chart bin. Nichtsdestotrotz kommt es primär dann eigentlich aufs Gleiche hinaus. Also wir sehen uns hier in einer Seitwärtsbewegung. Wir bewegen uns auch respektive wir swappen ein wenig zwischen R1 und S1, was eigentlich ein positives Zeichen ist. Das heißt eigentlich, dass unser, wenn wir jetzt auf die geschlossenen Kerzen gehen, ja, dann verändern wir eigentlich das Bild. Und das wäre eigentlich ein eher bärisches Szenario, weil wenn wir hier ausbrechen, ist die Tendenz eher nach unten. Sobald die Neckline unten flach ist, ist es bärisch. Sobald die Neckline, wenn jetzt sie oben flach wäre, ja, deshalb war es ja auch gestern eigentlich wichtig, dass wir das irgendwie hinbekommen. Ja, wenn wir jetzt das in diese Richtung aufbauen, dann wären wir schon eher bullisch unterwegs. Jetzt ist es natürlich so, dass jetzt diese 4-Stunden-Kerze noch eine Zeit lang läuft, also wir sind hier noch 1 Stunde 22 Minuten unterwegs und die müsste jetzt theoretisch überhaupt von dieser neuen Trendlinie
sich fixieren. Das heißt, es müsste irgendwo zwischen 54 und 55.000 liegen. Wenn sie da sich bestätigt, die nächste Kerze darauf, dann wären wir in einem bullischen Szenario. Und wenn das alles gut klappt, dann geht es wieder ein bisschen nach oben. Ich sehe da ein Target zwischen 56.300 und 57.000. Das müssen wir dann noch im Detail anschauen. So, aber wie ihr das erkennt, sende ich euch ja dann auch meine ganzen Infos dann über die Telegram-Gruppe zu. Wer noch nicht drin ist, der Link ist unten in der Beschreibung. Einfach reinklicken, der ist open for free. Jeder kann reinkommen und mit uns mitdiskutieren. Ja, dann haben wir Ethereum. Da haben wir unseren lieben Matze, der da immer noch auf was Gutes wartet. Da müsste ich mal kurz ein bisschen korrigieren. So, okay. Wir haben es auch hier tatsächlich nicht ganz geschafft, oberhalb des Supports zu sein. Das heißt, die jetzige Kerze läuft noch eine Stunde und 20 Minuten. Die müsste jetzt auch dann über der S1 bleiben und die folgende Kerze wieder, damit man mal sagen kann, okay, die S1 ist bestätigt, wir fallen nicht weiter runter, weil das nächste Szenario wäre dann die 1630 gewesen. Auch hier fallen wir dann zukünftig, man sieht es relativ gut, das habe ich glaube ich gestern schon angezeichnet, wir sehen es relativ gut, dass wir hier in eine tolle Seitwärtskonsolidierung fallen. Und die Seitwärtskonsolidierung wird uns dann ziemlich sicher in eine Conditional vorbereiten. Das heißt, wir müssen hier aufpassen. Es sind beide Richtungen möglich. Wie gesagt, es ist auch wieder hier Bitcoin abhängig. Wir müssen halt diese und die nächste Vierschulkerze abwarten, um genau Signale zu wissen, wohin es dann ausbricht. Da kann ich jetzt noch nicht viel mehr dazu sagen. Da müssen wir wirklich abwarten. Alles andere wäre jetzt wirklich reines Spekulieren und das möchte ich nicht, denn ich bin nicht da, um euch irgendwie euer Geld zu verzocken, sondern ich will da schon seriöse Aussagen treffen. Ja, so, das zu meinem Video heute. Ich bedanke mich wieder fürs Reinschauen. Wer mich noch nicht abonniert hat, bitte ein Abo hier lassen, Daumen hoch, Glocke aktivieren. Ich freue mich auf den täglichen Support von euch in der Telegram-Gruppe und natürlich eben hier bei YouTube. Ich bedanke mich und sage Tschüss, bis bald, euer Swiss Crypto Jay.